Recht herzliche Grüße aus St. Pölten. Mein Name ist Jana. Ich bin Jana, ich bin 54 Jahre alt, bin eine Slowakin, lebe in Österreich insgesamt gut 26 Jahre und seit 17 Jahren bin ich freiberuflich. Und Jana, warum sind Sie in der Sendung? Wen suchen Sie? Ich wünsche mir einen Partner für den Rest meines Lebens. Was lief es? Wie lange sind Sie schon allein? Seit meiner Scheidung sind 4 Jahre vergangen. Und 26 Jahre sind Sie? Mhm. Da? Ungeplant in Österreich. Es war nicht geplant. Wieso ungeplant? Ich wollte gar nicht nach Österreich gehen. Ich habe ein Unternehmen gehabt in der Slowakei und eine meiner Angestellten hat gemeint, sie muss nach Österreich. Sie hat da einen Job in Aussicht und wir haben damals ein neues Auto gekauft und ganz stolz habe ich gesagt, du, dann fahren wir hin. Das haben wir gemacht. Nur sie hat gar nicht angefangen. Wieso hat sie nicht angefangen? Ich bin aufgenommen worden und ja, das hat sich dann so ergeben. Ja, und mein Partner zu Hause, das hat nicht so wirklich funktioniert. Der hat ein schönes Leben gehabt. Und 2 Monate später ist er in Leiben auf der Straße gestanden und er hat gesagt, er bleibt auch hier mit mir. Noch sage ich, das ist ein sehr guter Plan, das ist super. Sage ich nur, ob ich das will. Na, wir gehen Arbeit suchen, sagt er. Und Beginn war schwer für uns, kein Thema. Wir haben niemanden da gehabt. Jetzt war auch die Kleine da. Wir haben niemanden zum Aufpassen gehabt. Die Jobs waren nicht wirklich Traumjobs. Und die Partnerschaft ist zusammengewachsen. Also wir hätten uns zu Hause wahrscheinlich getrennt. Und das hat uns zusammengeschweißt. Und was war dann der Trennungsgrund? Trennungsgrund war, mein Schwager hat eine Spedition gehabt. Und auf einmal von innerhalb von relativ kurzer Zeit ist sehr viel Geld da gewesen. Und mein Champion hat immer geglaubt, er muss mithalten mit ihm. Das war am Rande der Existenz und ich bin gegangen. Und was war dann bei Ihnen? Ich habe kennengelernt, einen Österreicher. Ja, ich habe mir gedacht, er ist ausgeglichen, ist ruhig. Ja, das ist ganz angenehm mit ihm. Und dann haben wir geheiratet. Und wie lange waren Sie mit dem zusammen? 7 Jahre, glaube ich. Und wie war diese Ehe? Mein Mann ist 10 Jahre älter gewesen, war ein guter Geschäftsmann und sehr kalter Mensch. Die Gefühle waren einfach nicht da, die Hingabe war nicht da, die Wärme war nicht da. Und das brauche ich. Und haben Sie das nachher jemals kennengelernt? Ja. Ja, deswegen habe ich mich scheiden lassen. Weil ich das alles bekommen habe auf einmal. Von woanders? Von einem anderen Herrn? Ja. Auch ein Österreicher? Ja. Ja. Mein zweiter Mann, der war 10 Jahre jünger, hat nicht so ausgeschaut, wir waren so ungefähr auf gleichem Niveau, war sehr fescher Mann, ja, hat das gewisse Etwas gehabt und er hat sich alle Mühe gegeben. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin die einzige Frau auf der ganzen Erde. Ich habe ihm das alles geglaubt. Dann haben wir geheiratet, dann bin ich aufgewacht. Und dann habe ich festgestellt, ich lebe in einem Käfig. Er hat langsam aber sicher isoliert mich von meinen Freunden. Die Arbeit war ihm nicht recht, nichts war recht. Ich bin mit meiner Tochter auf ein Café gegangen und er hat gesagt, er geht mit. Ich habe mir gedacht, aha, gigantisch. Also dann ist mir schon ziemlich schlecht gegangen. Eines Tages bin ich aufgewacht und ich habe mir gedacht, was lebe ich hier? Das kann nicht so weitergehen, weil ich wäre vielleicht 5 Tage später nicht mal in der Lage, alleine ein Essen zu bestellen.
weil er hat alles bestimmt. Und ich habe mir gedacht, gut, okay, das ist auch nicht das Wahre. Wann war denn die Scheidung? Vor 4 Jahren. Und das war die letzte Geschichte oder gab es dann noch eine? Nein, es hat nichts gegeben. Ich habe sehr, sehr qualitativ ganz bestimmt auch hochwertige Leute kennengelernt, aber es hat nie wirklich gefunkt. Oder es hat nur die eine Seite mehr empfunden und das wollen wir nicht. Wir wollen glücklich sein. Und was für einen Mann stellen Sie sich denn vor? Ein Ruhepol, das wäre nicht schlecht, aber nicht fad. Intelligent natürlich. Ich habe gar keine konkrete Vorstellung. Ich habe 2 Männer geheiratet, die blond waren. Ich mag keine blonden Männer wirklich, ich muss das nicht haben. Also man kann sich gar nicht aussuchen, was man will. Wenn es passiert und wenn es kommt, dann weiß ich, dass ich kann schwer definieren, was ich mir vorstelle. Ich könnte schon sagen, ja, jetzt 1,80 Meter und keine Ahnung, schlank. Und das zählt alles nicht, wenn man sich verliebt hat. Das heißt, Sie wollen gar keine Anweisungen geben? Den keine Herrn. Kriterien. Na, sollte auf jeden Fall nicht jünger sein als ich. Ich bin 54 und ich will mir nichts beweisen. Ich muss aufsehen können. Das muss ein Mann sein, der wirklich... Puh, das gewisse Etwas hat.